Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smallland. So, ich habe mir mal aufgeschrieben, was wir alles brauchen für die Rüstung bei Lysandra. Und das ist gar nicht so wenig, ne? Also wir brauchen tatsächlich 3 Spinnenköpfe, 24 Stoffstücke, 18 Seidenfäden, 9-mal Reptilienhaut, 4-mal Chitin und 3-mal Insektenpelz. So, Reptilienhaut ist jetzt schon mal interessant. Mal gucken. 9-mal Reptilienhaut. Ich breche ins Essen. Wir haben 8. Ist das dein fucking Ernst? Oh no. Wo bekommen wir jetzt nochmal diese... Es ist sehr dunkel. Wo hatten wir denn jetzt zum Schluss eigentlich diese Dingens? Die Geckos, die sind doch nur unten am Strand. Och nö. Hier könnten noch welche sein. Ja, wir sind ziemlich dicht an der ursprünglichen Base, ne? Ach du Kacke. Ja, jetzt habe ich hier schön aus der Reptilienhaut Reptilienleder gemacht und brauche aber 9 von den Dingern. Das ist natürlich richtig Kacke. Gut. So, Spinnenköpfe haben wir. Die hole ich mal gleich raus, bevor ich die verkoche. Haben wir tatsächlich 5. Die lasse ich dann erstmal vorne. Wir müssen 24 Stoffstücke und 18 Seidenfäden machen. So, ich glaube, das alleine ist ja schon ein Thema für sich. Das wird ja gar nicht reichen, ne? Also, lass mal gucken. 24 Stoffstücke. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, 6. Wir haben jetzt 6. Wir brauchen Fasern. Okay, Fasern haben wir, kein Problem. So. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann wieder Fasern. Hallo, wie viel brauchst du denn? Sag mal. Ist ja krass. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir schon mal die 24 Stoffstücke. Packe ich mal in die zweite Kiste jetzt rein. Zack. Und die Spinnenköpfe machen wir hier auch mit rein. Das ist jetzt die Kiste für unsere Rüstung. So. Dann brauchen wir 18 Seidenfäden. Das wird jetzt natürlich nicht reichen, weil wir gerade mal 8 machen können. Ne, nicht mal 4. 1, 2, 3, 4. Also 5 haben wir dann. Okay, die packe ich auch schon mal hier oben rein. Oh mein Gott, das wird ja noch eine Ackerei, sag ich dir. So, nochmal gucken. Dann haben wir Reptilienhaut, brauchen wir 9 und haben aktuell 8. Das heißt, die Geckos müssen wir auf jeden Fall auch noch organisieren. Also wir müssen Geckos jagen, wir müssen wieder runter zu den Spinnen, um viel, viel mehr Seide zu organisieren. Dann können wir gleich auch den Albino wegmachen, oder? Würde ich sagen, wenn wir eh schon auf der Ecke sind. Wir müssen auf jeden Fall dann noch zu den Hornissen und gucken, ob wir dieses Tonzeug irgendwo finden. Aber dafür brauchen wir dann wahrscheinlich eine andere Spitzhacke. Gucken wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch für brauchen. Also Reptilienhaut hatte ich jetzt schon. Die müssen wir halt noch finden. Spinnenkopf haben wir. Stoffstück ist fertig. Wir brauchen Seidenfäden. Also mehr Seide. So, dann Chitin sollte ja en masse da sein. Dann nehme ich jetzt mal diesen Stick hier. Das ist die falsche Truhe. Mittlere wollte ich, genau. Da kommen die noch rein und die noch rein. Dann brauchen wir Insektenpelz. Aber nur 3 Stück. So, das packe ich mal hier hin. Okay.
Dann haben wir hier schon mal das Zeug für die Rüstung. Okay, dann müssen wir den Rest noch organisieren. Also Seide und Geckos. Spinnenseide und Geckos. Okay. Und zwar jede Menge. Sehr, sehr viel davon. Das heißt, die Schere muss eh noch... Warte mal, vielleicht machen wir uns mehrere Werkzeuge. Das aber wäre ein Problem. Dann haben wir ja so viel Stuff im Inventar, was keiner braucht. Ne? Feuersteinbeil. Der Steinhammer kann eigentlich raus. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Feuersteinbeil. Feuersteinspeer. Feuersteinspitzhacke. Den neuen Bogen hätte ich gerne. Obwohl, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich arbeite eh mit den anderen Sachen. Und die Fackel. Die drei Sachen würde ich jetzt einmal rausnehmen. Weil... das drei Slots sind, die ich anderweitig benötigen möchte. So. Die Pfeife brauche ich auch erstmal nicht, weil wir kein gezähmtes Tier haben. Warte mal, ich werde nochmal ganz kurz alles, was... Wie viel Haltbarkeit hat der noch? Ich versuche mal die Sachen hier noch zu reparieren, die ich habe, ja. Nee, das ist Quatsch. Die brauchen wir nicht reparieren. Was habe ich hier noch genommen? Feuersteinsperr muss ich reparieren. Schere muss ich reparieren. Das ist Quatsch. Warum nehme ich das raus? Das macht gar keinen Sinn. So, und der Bogen ist halt noch heil. Die Fackel ist heil. Okay, alles gut. So, Bauarbeiterhammer habe ich einen zweiten. Einen Sicherheitshammer. Den müssen wir natürlich immer mit bei haben. Gut. Das heißt, wir haben diese Sachen. Und können dann diese Sachen... noch hier unten hinpacken. Heilpflaster. Packe ich auch mal hier rein. Und Sauerampfersuppe lasse ich hier. So, dann haben wir mehr Slots, Leute. Das ist echt wichtig. So, dann repariere ich als allererstes diese Sachen. Dafür benötige ich noch Feuerstein. So, Feuersteinspeer repariere ich auch nochmal. Und das auch alles. So, okay. Gut. Dann knall ich hier alles wieder rein. Ich bin der Meinung, dass wir viel mehr Feuerstein hatten. Wo ist das alles? Ich hatte ja schon alles wegsortiert, so viel ich weiß. Aber ich bin der Meinung, wir hatten viel mehr Feuerstein. Oder vielleicht hatten wir vorher keinen Feuerstein mehr. Und das ist jetzt die Auslese aus dem letzten Loot-Gedingens. So, warte. Dann machen wir hier Holz rein, das rein. Fasergarn und Knoblauchblatt kommt zu den Fasern. Schlage ich vor. Und der Bauhammer geht bitte... Wie war das dahin? Die Nahrung muss ich mal verbrauchen, ne? So. Okay. Und Saaten haben wir ja auch noch. Gut. So, jetzt geht es darum, die Sachen zu bauen, die wir brauchen. Und dann gucke ich nochmal, welche Sachen ich dafür benötige. Also, ich möchte die Chitin-Axt. Dafür brauchen wir verfeinertes Holz, Seiden. Ach, scheiße, jetzt brauche ich dafür überall. Och, nö. Jetzt habe ich den kompletten Seidenfaden verbraten. Ich kann jetzt gar nichts mehr bauen. Oh, no. Okay. Okay, 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 warte. Wir sollten, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, unbedingt Material mitnehmen für eine Werkbank. Das ist sehr, sehr wichtig. Werkbank plus Bett. Ja, damit wir zwischendurch irgendwo nächtigen können. Werkbank plus Bett. Wir müssen Hornissen holen. Ich brauche die Werkbank, damit wir schnellstmöglich reparieren können. Dass wir die überall aufstellen können, bevor die runter unter 50% geht. Dann können wir überall reparieren und das ist dann ziemlich cool. Wir brauchen Hornissen, wir brauchen Geckos. Und wir brauchen Seide.
Hornissen für schweres Chitin. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann würde ich jetzt nochmal, bevor wir gucken, bevor wir loslaufen, weil ich jetzt hier gar nichts mehr bauen kann tatsächlich, aufgrund der Seidenfäden. Doch, wir haben Seidenfäden. Seidenfäden haben wir gebaut. Dann mopse ich die hier wieder raus. Wie viel haben wir? 5. Reicht nicht. Ich könnte aber... was können wir uns als erstes bauen? Ich würde tatsächlich den Chitin-Speer präferieren. Der Bogen braucht schwere Chitin. Weil die Axt, mit der möchte ich nicht arbeiten. Okay, wir machen uns jetzt den Chitin-Speer. Wir brauchen verfeinertes Holz, Chitin und Seidenfaden. Okay, warte. Dann machen wir uns wenigstens den. Das ist eine gute Sache. Ach, das reicht schon wieder nicht. Und Chitin... So. Ich würde das gerne sortieren. Verstehst du? Also sortieren wäre wirklich super. Okay, ja gut, dann müssen wir jetzt durch. Jetzt habe ich kein verfeinertes Holz mehr. Haben wir noch Saaten? Hier ein bisschen. Und da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Okay, let's go. Brauchen wir sowieso. Okay, und dann können wir uns hier drüben den Chitin-Speer bauen. So, haben wir. Tausche ich dann auch direkt aus. Mit dem hier. Kommt der weg? Chitin-Speer hier hin. Und ja, kommt er hier hin. Perfekt. So, die Sachen schmeiße ich weg. Beziehungsweise packe ich erstmal wieder in die Kisten. Was für ein Hin und Her. Grauenhaft. So, warte. Die Seide mache ich hier unten wieder rein. Wir brauchen eh Unmengen davon. In die Mitte, meine ich. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen besseren Speer. Sehr, sehr cool. Wir haben alles repariert. So, ich baue jetzt, ich nehme jetzt alle Dinge, die wir benötigen für eine Werkbank. Wir brauchen dafür Holzfasern und Harz. 5 Harz, 5 Fasern, 5 Harz, 5 Fasern und 10 Holz. Fasern. Das war genau falsch rum. So. Zehn Holz, dann nehme ich einfach den Stack mit. Wir machen es anders. Warte, ich mache folgendes. Zehn Holz, das andere kommt wieder... vom Holz. Und was war das? 5 Harz. Will nicht zu viel mitnehmen. Damit wir mehr looten können. So, das wäre einmal die Werkbank. So. Also das hier ist die Werkbank. Dann benötigen wir noch ein Bettchen für irgendwo. Dafür brauchen wir... Kann ich vielleicht das andere Bett schon bauen? Nee, das ist mir zu teuer. Wir nehmen das klassische. Wo ist das jetzt? Geschütztes Bett. Laubbett. Hier, Bett mit Dach. Dafür brauchen wir nochmal 4 Holz, 3 Fasern
2 Steine. Hier Holz. Drei Fasern. Ich gerade gar keinen Bock habe. Und jetzt einfach einen kompletten Stack mitnehme, weil wir den sowieso brauchen. Und was noch? Stein 2 lassen wir jetzt so. Knoblauch. Wir müssen eh noch Stein organisieren. Und Knoblauchblätter nehmen wir noch ein bisschen mit. Da würde ich aber tatsächlich den Stack ein bisschen kleiner machen, weil wir auch davon noch ein bisschen was mitnehmen könnten. Bestätigen und mitnehmen. Okay, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch ein Bett bauen und eine Werkbank. Wenn wir das nämlich lassen, gucken wir rein und haben noch das, was übrig ist. Okay, dann packe ich das wieder aus. Haha. So geht's natürlich auch. Einfach die Sachen hinstellen. Wie doof auch wieder, ne? Habe ich doch schon mal gemacht. Einfach die Sachen hinstellen und alles andere packst du wieder in die Truhe zurück. Und dann bist du auch fertig. Mann. Gut. Jetzt ist auch Tag. Gut ist. So, C. C. Und wir haben alles. Ich esse jetzt noch einen Happen. Ich esse am besten gleich das hier. Und das hier. Dann geht's mir richtig gut. Nehme meinen neuen Speer. Wow. Speichere noch eine Runde. Werkbankbett haben wir. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Spinnen. Dann gucken wir, hoffe ich mal, dass wir noch Geckos irgendwo finden. Und zu den Hornissen. Da geht es jetzt wieder hin. Das ist das Ziel. Let's go. Hinab zu den Wurzeln. Auf geht's. Was ist das denn da? So, welche Richtung müssen wir? Dorthin. Hier so, da so. Also es wir laufen jetzt richtig Richtung Westen. Und dann gucken wir mal. So, dann, wenn da kein Baum ist, wo wir wohnen können, dann machen wir uns da halt eine kleine Schlafstätte. Gegebenenfalls auch ein paar Kisten oder sowas. Das sieht auch cool aus, ey. Kommen wir hier runter? Wir müssen hier lang. Au. Let's go. Ab zu den Spinnen. Yay. Was ein Spaß. Toll. Wir müssen auch noch irgendwie Ton finden, ne? So, da sind die klassischen Ameisen. Ganzen Quatsch will ich jetzt nicht mitnehmen. Ich will mich lieber auf die wichtigen Ressourcen konzentrieren. So, Ameisenköpfe lassen wir jetzt mal hier. So, sind wir noch Richtung Westen? Naja, fast. Wir müssen hier runter. Ach, interessiert sich nicht für mich. So, und da ist es nämlich sehr, sehr wichtig, oh, guck mal, da ist sogar ein Schild, dass wir dann nachher auch eine Werkbank aufbauen. Damit wir entsprechend... Ich will da mal was gucken. Alles reparieren können.
So, hier war ich noch nicht, ne? Was steht da dran, ne? Small? Was? Was? Ich kann sie erkennen. Will ich auch alles nicht? Geh weg. Ich kann nichts aufnehmen. Hier sind so Glühwürmchen. Wo kriege ich diesen Glühwürmchensaft her? Da war da auch noch irgendwas, ne? Ah, jetzt bin ich wieder da, wo die Hornissen, glaube ich, sind. Ah, ja. Glaube ich. Bin ich sicher. Hier ist dieser Zaun. Ja, lass uns hier mal ein bisschen metzeln gehen. Wir haben ja jetzt noch einen besseren Speer als vorher. Schade, dass es hier keinen Baum gibt, ne? Wo waren die Hornissen? Oh Gott! Das ist eine richtige Kakerlake. Aber, ah, die geben schwere Chitin. Geil, dann brauchen wir gar nicht die Hornissen. Wir brauchen die Kakis. Ah, cool, cool, cool. Was ist das da unten? Ich sehe Dinge. Ist das eine neue Ressource vielleicht sogar? Ich nehme erstmal die Kaki mit. Wir brauchen Chitin. Boah, ist auch widerlich, die Viecher, ne? Komm her jetzt, warum läufst du nur weg? Sollen das? Habe ich. So. Ameise. Ja, come on. Hier. Feuerstein, Spitzhacke. Altmetall. Neue Ressource, Leute. Dornspitzhacke. Geil. Und was ist das hier? Ist das normales Feuerstein? Ja. Hol ich nicht. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass ich nicht unter 50% gehe. Dann stellen wir lieber noch fix eine Werkbank hier irgendwo hin. Eisensplitter. Ich nehme mal mit. So. Okay, also wir finden aufgrund der Kakerlaken das gute Chitin. Alles klar. Die Hornissen also nicht so wichtig. So, wo kriegen wir jetzt noch Geckos her? Für die Geckos müssen wir wieder runter zum Strand. Ich glaube, die sind nirgendwo anders. Da sind noch ein paar Kakis. La Cucarachas. Eigentlich können wir dann auch schon die Albino-Spinne wegmachen, würde ich sagen, wenn wir da hinkommen heute noch. Wahrscheinlich nicht in dieser Folge, aber zeitnah. So, gib mir mal hier. Bleib hier! Wo läuft die denn hin? Hä? Klassisch Kakerlaken, die sind eigentlich gar nicht aggro. Nur in diesem Spiel, okay. Auch schwere Chitin. So. Perfekt. Mal hier oben gucken. Da ist auch wieder Feuerstein. Oh, hier ist auch noch massiv Stuff. Ich weiß noch nicht, wofür ich jetzt schon Metall brauche. Brauche ich eigentlich gar nicht.
Ich würde noch zwei, drei mitnehmen, damit die beiden Stacks voll sind. So, noch einen. Und dann machen wir fix mal die Werkbank hier hin, damit wir reparieren können, weil sonst wird's, ich glaube, es ist schon zu spät. Ich glaube, es ist schon zu spät. Ich hab's verkackt. Ich habe es verkackt. Shit. Fuck. Ich hab's verkackt. Jetzt haben wir kein verfeinertes Holz, natürlich. Oh nein, und ich brauche das Ding doch für die Dinger. Okay, das ist echt Mist. Harz und Feuerstein ist nicht das Problem. Ja, hervorragend. Gut, dann lasse ich das hier mal kurz stehen. Aber so kriegen wir natürlich nicht ausreichend Seide, ne? Das ist schon klar. Wo kriegen wir denn Ton her? Ich glaube, für Ton brauchen wir bestimmt dann irgendwie noch ein anderes Gerät. Könnte ich mir vorstellen. Mal kurz auf die Map nochmal gucken. Wahrscheinlich gibt es das hier hinten. Hier ist ja wirklich Map-Ende. Oh mein Gott. Erschrocken habe ich mich. Dann ist ja hier unten noch so viel. Und hier waren wir auch noch nicht. Okay, wo finden wir Ton? Ich lauf mal hier ein bisschen hoch. Okay, aber gut zu wissen, dass hier diese ganzen... Da sind Hornissennester. Oh Gott, diese haben ja eine mega Aggro-Range. Ah, hier sind die Fliegen. Das sind die Fliegen. Ja gut, aber wenn wir jetzt eh nicht mehr so lange hier rumlaufen können, dann kann ich auch den ganzen Stuff mitnehmen, oder? Das Harz. Aber in der Werkbank kann ich leider kein verfeinertes Holz machen. Und das wird nicht funktionieren. Okay, ich lauf mal hier runter. Komme ich hier runter? Oh, was ist das denn? Eine Höhle? Okay, ich lauf doch da lang. Oder auch nicht, ich lauf hier lang. Hallo? Akt. Wo bin ich denn hier runter jetzt? Da ist eine Hornisse. So sehen die aus. Hier muss ich runter. Okay. Ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Und ich habe nicht genug aufgepasst. Irgendwie wäre es cooler, so eine richtige Anzeige zu haben. Dann lieber öfter einmal die Werkbank hinstellen und reparieren. Aber ich habe es wirklich gerade so verkackt in dem Moment. So, hier sind die ganzen Metalldinger. Hier ist noch Harz. Hornissen. So. Nehme ich gerne mit. Wir brauchen ja massenweise von dem Chitin scheinbar auch. Ja, was heißt massenweise? Aber zumindest ein bisschen was.
So, da sind wir ja diese Kackfliegen. Hier geht's runter. Jo Leute, würde ich sagen, in der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich einmal speichern und mich respawnen nach Hause. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Dann reparieren wir die Spitzhacke und gehen wieder zurück zu den Spinnen. Glühwürmchen, ne? Wo kann ich diesen Saft herbekommen? Und was sind das da für Fackeln? Warte mal. Was sehe ich da? Was bin ich sehend in der nächsten Folge? Meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Runde. Macht's gut. Tschüss.